Sakura. Die Kirschblüte. Ein Symbol, das unweigerlich mit Japan in Verbindung steht. Jedes Jahr läutet das Aufblühen dieser zarten, ansehnlichen Blätter im Land der aufgehenden Sonne den Beginn des Frühlings ein. Die Euphorie, welche sie bei den Japanern erzeugt, ist für Nicht-Einheimische kaum nachvollziehbar. Ist die Tradition des Bestaunens der kleinen Blüten doch eng mit Sagen um Götter und der Natur des Landes verwebt. Das Erblühen der Kirsche war vor tausenden Jahren ein sicheres Zeichen, dass die Götter der Berge in die Bäume gefahren waren und somit der perfekte Moment gekommen war, den Reis auf den Feldern anzubauen. Als Dank wurde diesen Göttern gehuldigt mit Reiswein und Speisen. Über die folgenden Jahrhunderte entwickelte sich aus diesem Brauch eine starke Verbundenheit der Japaner zur Sakura, die bis heute anhält. Zwei Ereignisse aus der weit zurückliegenden Vergangenheit, bei denen zwei der bekanntesten Staatsoberhäupte Japans riesige Feste zum Anlass der Kirschblüte gaben, die in die Geschichte einging, verwandelten den alten Ritus in die in Japan heute bekannte Form des Bestaunens der Bäume. Die Rede ist vom Hanami, der Kirschblütenschau, bei der Hunderte oder Tausende von Japanern in Parks und den wichtigsten Orten kleine Picknicks und Feste zelebrieren, um unter den Kirschbäumen mit Freunden und Familie zu essen und zu trinken. Die sonst so ruhigen und ausgeglichenen Japaner geraten beim Anblick dieser Pracht fast schon in einen Rausch. Sie verlieren sich im Bestaunen, fotografieren, philosophieren und schweigen. Diese Leute hier sind ganz besonders aufgeregt, denn inmitten des Maruyama-Parks in Kyoto findet sich auf einer Anhöhe thronend der älteste Baum in diesem Park. Der König der Sakura. Eine Shidare-Sakura, eine Trauerweidenkirsche mit 12 Metern Höhe und 88 Jahren Alter. Sie wacht über diesen Park und bildet das Zentrum des Bestaunens an diesem Tag. Doch zu jedem König gehört auch eine Königin. Bewacht von zwei hochrangigen Samurai findet sich nicht weit entfernt eine weiße Art dieser Gattung, die nicht weniger prachtvoll inmitten des Parks zu sehen ist. Der Maruyama-Park ist der älteste Park Kyotos und in Zeiten ohne eine Pandemie finden sich hier tausende Menschen ein, um bis in die späte Nacht zu feiern. Die Kraft der Sakura ist magisch. Sie beruhigt den Geist, macht wach und bewusst. Sie heilt, erstaunt, inspiriert und fügt oft zusammen, was zusammengehört. Es spielt keine Rolle, wo man ist. Der Zauber, den die Bäume wirken, findet man überall und doch bringt ein Ortswechsel irgendwie auch immer eine neue Perspektive auf das Ereignis. Auch Zuschauer der tierischen Art gesellen sich an diesem Tag gerne dazu. Ein erneuter Ortswechsel. In der Nähe des Kyoto Zoos befindet sich die Keage Inkline, eine stillgelegte Bahngleise, die um das Jahr 1891 noch benutzt wurde, um Boote und Materialien zu transportieren. Heute ein beliebter Spot zum Fotografieren, Spazieren und zum Bestaunen der Kirschblütenallee, welche die Bahngleise in einem zarten weiß-rosanen Rahmen einfasst. Auch hier spielt die Kirschblüte wieder eine Melodie, welche die Menschen in ihren Bann zieht und pure Freude ins Herz bringt.
Gemeinsam mit Rediko mache ich mich auf zu einem kleinen Tempel in der Nähe der Bahngleise, bevor wir uns auf den Rückweg zum Maruyama-Kuren machen. Auf dem Weg dorthin wird es mir endgültig bewusst. Sie ist eine zeitlose Metapher für die menschliche Existenz, verbindet die Sterblichkeit mit der Achtsamkeit und dem Leben in der Gegenwart. Die Blütezeit ist kraftvoll, herrlich und berauschend, aber tragisch kurzlebig. Eine visuelle Erinnerung daran, dass auch unser Leben flüchtig ist. Warum staunen wir nicht mit der gleichen Freude und Leidenschaft über unsere eigene Zeit auf Erden? Warum vernachlässigen wir es, im Leben zu sein, wenn es doch jeden Moment enden kann? Leben ist das, was uns überall umgibt. Unsere Familie, Freunde, das Lächeln eines Fremden, das Lachen eines Kindes, neue Aromen auf unserem Teller oder der Duft von grünem Gras. Es ist Zeit. Die Kirschblüten erinnern uns daran, aufmerksam zu sein. Wenn sich die Japaner jeden April unter den Kirschblütenbäumen versammeln, bewundern sie nicht nur die ästhetischen Eigenschaften einer Blume. Über Tischen mit Sake gefüllten Gläsern, Bento-Boxen und süßem Mochi nutzen sie den Tag. Sie genießen die Schönheit des Lebens. Sie gedenken des Verlustes geliebter Menschen und reflektieren mit einem Gefühl des Staunens über ihr eigenes kostbares Leben, während sie die Vergangenheit ablegen, um ein helles, vielversprechendes neues Jahr einzuleiten. Ganz am Ende lädt diese filigrane, schöne und zerbrechliche Blüte den Japanern doch eines ultimativ. Sie selbst sind die Sakura. Wir alle sind es.